Das Leben eines YouTubers. Viele betrachten es als Leben von Hartz IV. Aber steckt eigentlich hinter dem Videomachen Arbeit? Wir stellen uns viele Fragen, die wir von den YouTubern gerne beantwortet hätten. Wir haben für sie ein Interview. Meine Damen und Herren, er heißt Michael Pinheiro Caldeira. Er ist Portugiese und ist 18 Jahre alt. Sein Spitzname ist Mickey. Im Internet ist er bekannt als Mickeyway oder als Gaming Maisie. Was für eine Art Studio ist es hier eigentlich? Und warum ist alles schwarz-weiß? Sind wir online? Entschuldigung, wusste ich nicht. Wo bist du gerade? Ich sitze bei diesem, hier in ihrem Studio. Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Also ich bin 18 Jahre alt, 96 geboren. Angefangen mit den Zocken habe ich, glaube ich, als ich 5 war, 5, 6, vielleicht frühestens sogar 4, bei meiner Tante. Sie hatte eine PlayStation 1 und da habe ich halt angefangen, das war noch Tekken 1 zur Zeit. Welche war deine erste Spielekonsole? Meine erste Spielkonsole, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu zählt. Als ich 6 geworden bin, habe ich von meiner Mutter und von meinem Vater einen Game Boy Advance SP geschenkt bekommen. Ich weiß nicht jetzt, ob das als Konsole zählt, deswegen irgendwann als ich 8 wurde, zu Geburtstag oder Weihnachten, weiß ich nicht, habe ich mal die PlayStation 2 bekommen. Welche Spielekonsole ist deine Lieblingsspielekonsole? Ich habe eigentlich auch eine Xbox. Da ich aber länger an die PlayStation gewohnt bin, bleibe ich der PlayStation halt treu. Nenn deine absoluten Lieblingsspiele. Puh, weiß ich gar nicht. Also jetzt so spontan fallen mir 3 Stück ein. Nämlich einmal Need for Speed Most Wanted, da bin ich immer noch unschlagbar. Bei Call of Duty die Black Ops Serie, wobei mir der erste Spiel mehr gefällt. Und Minecraft, auf jeden Fall. Minecraft, ich weiß nicht warum, ist halt Minecraft. Welches ist dein Lieblingsalkoholisches Getränk? Da bin ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen weiblich. Ich mag ziemlich gerne Cocktails. Ich weiß nicht warum, aber ist einfach so. Wenn ihr irgendwas, nicht in die Kamera gucken, Entschuldigung. Wenn man einfach mal einen Cocktail probieren will, dann geht man einfach irgendwo in eine Bar, nimmt sich einen Cocktail und am besten der Sombrero oder Sex on the Beach. Oh, Entschuldigung, ich guck nicht mehr. Sombrero, auf jeden Fall Cocktails. Was hältst du von Altersbeschränkungen und oder Zensierung bei Spielen? Was ich von Altersbeschränkungen finde, finde ich eigentlich gut, obwohl es meistens ziemlich bescheuert ist und die Verkäufer das nicht interessieren, die wollen eigentlich nur Geld machen. Ich habe mir, als ich 12 war, nämlich ein Spiel gekauft, das ab 18 war, das war Turok, und naja, hat nicht funktioniert. Aber Zensierung finde ich auf jeden Fall scheiße, weil wenn ich mir ein Spiel kaufe, das ab 18 ist, weil ich 18 bin, zum Beispiel, ich hole mir jetzt Playboy Mansion und ich kaufe mir das, damit ich Titten sehe, dann ist es scheiße, wenn ich da ankomme und die Titten zensiert sind, dann habe ich mir das Spiel vollkommen umsonst gekauft, verstehen Sie? Welche Konsolen besitzt du alle? Ich besitze die PlayStation 2, die Xbox 360 und die PlayStation 3. Die sind aber alle oben bei der Wohnung meiner Mutter, weil ich irgendwie nicht damit spiele, sondern meine kleinen Brüder damit spielen. Ich bin eigentlich hier immer so am PC und etc. bla bla bla. Als Teenager. Stadt oder Land leben? Ich bin etwas so dazwischen, also so momentan wie ich gerade bin. Ich hab schon in der Stadt gelebt und da war es mir einfach zu aufgeregt und viel zu viel los. Ich habe auch schon auf dem Land gelebt, wo meine Nachbarn eigentlich Kühe, Schafe, Pferde und etc. waren. Da war es mir zu ruhig. Momentan, gerade wo ich bin, mag ich es. Es ist hier ziemlich ruhig, aber wenn ich was brauche, ist die Stadt nicht weit entfernt. Ich bin in circa eine Stunde in der Stadt. Das ist eigentlich perfekt, also etwas dazwischen. Nenne deine Lieblingsfilme. Meine Lieblingsfilme kann ich jetzt nicht wirklich, keine Ahnung. Ich stehe so richtig auf Königreich der Himmel. Das ist richtig geil, mit Orlando Bloom gespielt und andere Schauspieler, die eigentlich auch bekannter sind. Ich mag auch sehr gerne die Harry Potter Serie oder Fluch der Karibik. Solche Filme mag ich eigentlich, sowas in der Art. Oder Herr der Ringe ist geil. Welcher ist mein Lieblingsfilm? Also ich bin mir nicht sicher, ich kann das wirklich jetzt nicht so sagen, aber ich würde als mein Lieblingsfilm eigentlich Königreich der Himmel bezeichnen, weil es vermittelt eigentlich eine wunderschöne Geschichte und es vermittelt die Nachricht, dass Religionen eigentlich egal sind und man soll wirklich auf den Mensch achten. Hast du eine Lieblingsserie? Wenn ja, welche? Aber Lieblingsserie, das ist schwer. Da kann ich ganz viele nennen. Ich stehe eigentlich auf solche Langserien. Wissen Sie, die so 40 Minuten andauern. Sowas wie Lost oder Supernatural, Game of Thrones, Under the Dome, sowas in der Art. Hemlock Grove, Spartacus, Blood and Sand, Da Vinci Demons. Das ist alles. Das sind richtig geile.
Serien. Auf sowas stehe ich eigentlich. Sowas gucke ich mir immer gerne an. Aber ich glaube, so am meisten gefällt mir, glaube ich, Game of Thrones. Das ist so eher meine Richtung. Welche schlechte Eigenschaft von dir würdest du gerne ablegen? Schlechte Eigenschaften? Ich habe viele schlechte Eigenschaften an mir. Ich betrachte mich, als hätte ich mehr schlechte Eigenschaften als gute Eigenschaften. Und die schlechte Eigenschaft, die mich eigentlich am meisten aufregt, ist, wenn ich einen bestimmten Abstand zu einer Person nehme, ungewollt, und ich dann diese Person vermisse, dann habe ich irgendwie, ich habe mir es angewohnt, dass ich den Kontakt zu dieser Person abbreche, weil dann vermisse ich diese Person nicht. Man kann eine Person nicht vermissen, wenn man nicht an diese Person denkt, wissen Sie? Und deswegen habe ich immer sozusagen die Erinnerung an diese Person ausgeschlossen und habe komplett den Kontakt zu den Personen auch abgebrochen, obwohl ich diese Person eigentlich gerne mag. Und das ist eigentlich die Eigenschaft, die ich an mir am meisten hasse. Welcher ist dein Lieblings-YouTuber? Die Frage kann ich nicht beantworten. Das ist schwer, weil das wechselt bei mir immer. Als ich noch selber Let's Plays gemacht habe, dann war es eher so, dass ich eher Herr Bergmann, Paluten, Simon, also ungespielt, Crafting Pad, sowas habe ich dann voll gerne geguckt. Jetzt, dass ich selber Vlogs mache, da gucke ich eher so Apecrime, Iblali, CO, Taika, keine Ahnung, sowas gucke ich richtig gerne, oder Vanilla Cola, bla bla bla, irgendwie sowas in der Art. Das gucke ich irgendwie auf einmal jetzt richtig gerne, also es ist bei mir immer anders, so hin und wieder. Könntest du dir ein Leben ohne YouTube vorstellen? Das ist schwer, ja. Also als YouTube-Star ist es eigentlich so, dass man regelmäßig richtig mit Geld überschüttet wird. Also es wäre wirklich schon richtig schwer, ohne YouTube zu leben, da ich all das, was ich besitze, irgendwie niemals finanzieren könnte, wenn kein YouTube wäre. Also ich kann mir jeden Monat einen Döner leisten, okay? Aber so, ja, ich könnte mir ein Leben ohne YouTube vorstellen, da ich wirklich zu einer Zeit lang inaktiv war, und ich kann mir auch jetzt so vorstellen, ein Leben ohne YouTube zu führen, aber es wäre halt anders. Irgendwas würde fehlen. Und es würde da eine Lücke bei mir entstehen. Um diese Lücke zu füllen, würde ich einfach wahrscheinlich jeden Tag Sex haben. Welches Spiel hast du in deinem Leben bisher am längsten gespielt? Okay, das Spiel, was ich am längsten gespielt habe, ich glaube, das war GTA San Andreas. Das ist wirklich so ein Spiel, das hat man immer gespielt. Einfach nur, man hat keine Mission gemacht. Ich glaube, ich habe das 3 Jahre lang gespielt, ohne irgendwie 20% der Mission zu machen. Ich habe einfach nur Scheiße gebaut und bis dahin gespielt, wo man Territorium erobern konnte. Und dann da, puff, immer alle getötet. Keine Ahnung, das hat mir voll Spaß gemacht. Könntest du dir vorstellen, das Zocken komplett aufzugeben? Ja, das könnte ich mir eigentlich schon. Weil ich zocke eigentlich zurzeit voll wenig. Früher habe ich viel mehr gezockt, wo ich noch Let's Plays gemacht habe. Jetzt zocke ich eigentlich wenig, und immer wenn ich was zocken will, oben sind erstmal meine Brüder am Zocken, deswegen habe ich nur den PC eigentlich zur Verfügung. Und Solo-Spielen ist eigentlich langweilig, Online-Spiele ist eigentlich cool. Da ich aber hier einen richtig schlechten Internetempfang habe, spiele ich eigentlich fast gar nichts oder kann nicht mal was spielen. Deswegen könnte ich mir das Leben so vorstellen. Aber es würde trotzdem eine Lücke da sein. Und diese Lücke muss ich damit irgendwas füllen. Deswegen würde ich wahrscheinlich einfach jeden Tag Sex haben. Hast du ein Lieblingslied? Wenn nein, nenne eins der Lieder, die du sehr gerne hörst. Ob ich ein Lieblingslied habe, weiß ich nicht. Also es gibt immer diese Lieder, die jetzt immer neu rauskommen, und die hörst du 2-3 Monate die ganze lang, boom, 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 und richtig geil, und du stehst einfach richtig drauf. Aber dann irgendwann, keine Ahnung, spätestens 2 Jahre später hörst du das Lied nicht mehr, oder es geht dir voll auf den Sack. Aber diese alte Klassiker, die hörst du einfach und die machen dir Spaß. Sowas wie Gorillaz. Ein Lied, das ich richtig gerne höre mit meinem Bruder, ist Clint Eastwood von Gorillaz. Das ist einfach richtig geil. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich würde sagen Pizza, danke, ne? Ich würde sagen Pizza. Hey, die hast du angebissen! Ja. Ich esse gerne Pizza, Tortellini und so ein Mist. Fastfood. Ja, ich meine, das schmeckt richtig geil. Es ist zwar gesund, nicht so gut für die Gesundheit, aber es schmeckt einfach. Deswegen ist mein Lieblingsessen so Fastfood-mäßige, so Pizza. Bei welchem Spiel hast du dich bisher am meisten aufgeregt? Da fällt, es gibt 2-3 Spiele oder so, bei denen ich mich aufrege. Aber am meisten reg ich mich, bis jetzt habe ich mich noch nie so aufgeregt wie bei Minecraft. Aber nicht allgemein Minecraft, sondern ein bestimmtes Minigame, nämlich Jump'n'Run. Da springst du einfach irgendwann, ich bin so richtig schlecht, und da kommst du irgendwann mal richtig weit und bist so richtig stolz auf dich, und dann fällst du beim letzten Sprung einfach runter und musst alles von vorne machen. Boah, da könnte ich ausrasten und einfach jemanden schlagen. Ich, einfach so, Minecraft Jump'n'Run.
Welche Sprachen kannst du sprechen? Ah, naja, also ich kann halt Deutsch fließend sprechen, obwohl ich manchmal Fehler mache, wie zum Beispiel die Loch oder sowas. Eu consigo falar português perfeito. My English is not that bad. I can understand many things, but the way I speak, it's not like a person from England, you know, English people. But I speak it pretty well, I think. I don't know. Und naja, dann halt, ich habe ein paar griechische Freunde, deswegen kann ich ein paar griechische Schimpfwörter etc. Russisch ein paar Schimpfwörter oder Wetter wie Pichenka oder keine Ahnung. Türkisch ein paar Schimpfwörter. Je ne sais pas français, mais je comprends pas un petit peu. Und Spanisch verstehe ich auch, wenn die langsam reden, weil es sich einfach anhört wie ein kaputtes Portugiesisch. Versteht sie? Was denkst du über Rauchen? Also ich muss sagen, ich ganz viele meiner Familie rauchen. Von meiner Mutter, meinem Stiefvater, keine Ahnung. Tanten, Onkels, keine Ahnung. Die rauchen voll viele eigentlich. Und ich bin immer der voll gegen Zigaretten ist. Und auch wenn ich arbeiten gehe, oben im Aufenthaltsraum, dann sitzen die da und rauchen da in der Pause und ich komme rein und mache einfach Fenster auf. Ich bin total dagegen. Das Einzige, was ich jetzt bis jetzt geraucht habe und wirklich gemocht habe, war keine Marihuana. Es war diese eine Schokoladen-Zigaretten. Ich weiß nicht, es hat einfach nach Zucker geschmeckt. Ich habe es nicht in die Lunge gezogen, aber ich habe aber... Schmeckt nach Zucker. Verstehen Sie? Guckst du Fernsehen? Wenn ja, was? Fernsehen? Nein. Ich bin modern, sowas gucke ich nicht. Wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Also ich habe ja zwei Kanäle und der hier hieß ja früher, wie der mein neuer Kanal jetzt heißt, nämlich Gaming Maisie. Wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich einfach, ich habe Let's Plays gemacht, deswegen habe ich einfach Gaming dran gesetzt. May steht für Mai, weil ich im Mai geboren bin und das Z war für Zwilling, weil ich Sternzeichen Zwilling bin, deswegen einfach Gaming Mai Zwilling war das sozusagen, also Gaming Maisie, bla bla bla, weiß nicht. Mein zweiter Name, Mickey Way, weil mich sowieso alle hier auf YouTube Mickey nannten, dachte ich mir, jo, ich nenne mich irgendwas mit Mickey und irgendwann mal ist mir dann die Schokolade Milky Way in den Sinn gekommen und da dachte ich mir, Mickey Way, das passt doch, ist ein Wortspiel und ja, das heißt ich so. Wer ist dein Lieblingsschauspieler und Schauspielerin? Mein Lieblingsschauspieler auf Platz 1 ist wirklich einfach Johnny Depp, der von Fluch der Karibik, genau der. Ich weiß nicht, die Art, wie er in die Rolle reinspielt, es macht einfach den Film aus. Wenn er dabei ist, macht er den ganzen Film aus. Und sonst mag ich noch richtig geil hier Bruce Willis und oh, Tom Cruise mag ich auch richtig geil. Will Smith mag ich, Nicolas Cage, Jason Statham, boah, das sind alles richtig geile Schauspieler. Schauspielerinnen? Alexis Texas. Genau, die Pornodarstellerin, die auf die steht. Peace Leute und willkommen zum Video, auch wenn es gerade am Ende vom Video ist. Das Ganze ist eigentlich nur ein 25-Fragen-Tag. Ich hatte aber Lust, das irgendwie auf eine andere Art und Weise zu machen. Eigentlich hatte ich vor, ein anderes Video zu machen, aber YOLO kommt halt nächste Woche, wenn ich es schaffe. Getaggt wurde ich vom lieben Cybe-LP, also dem Mike aus dem Teamspeak, ein Kumpel von mir, schaut bei ihm vorbei, Link ist unten in der Beschreibung und es sind noch drei weitere Links in der Beschreibung, nämlich das sind die drei Leute, die ich jetzt taggen werde, nämlich einmal werde ich den lieben Taika taggen, mal gucken, ob er das macht, ich bin gespannt, wie er das machen wird. Als zweites tagge ich mal die Vanille Cola, mal gucken, wie die das machen wird, einfach mal als Notfallvideo, kann aber sein, dass die das dieses Jahr nicht schaffen könnte, mal gucken, ich bin gespannt und als drittes tagge ich natürlich Darkfire Hunter, mal gucken, was der sagt, Darkfire, das muss jetzt einfach sein, sorry, Bro, aber Penis und so, Eichel, Schimmelkäse, Ebola, Rotzbanane, weiß ich nicht, also dann Leute, Peace out, bis zum nächsten Mal. Checkt alle Kanäle aus, unten in der Beschreibung und wir sehen uns nächste Woche. Peace out, bis zum nächsten Mal.